Es gibt Spiele da draußen, die uns den Atem rauben, uns in der Dunkelheit zurücklassen und dafür sorgen, dass jeder Schritt, jede Bewegung von Angst durchdrungen ist. Games, die uns das Gefühl geben, beobachtet, verfolgt und gejagt zu werden. Pünktlich zu Halloween haben wir deshalb die gruseligsten Spiele der Welt für euch herausgesucht, Meisterwerke, die eure schlimmsten Albträume zum Leben erwecken. Seid gewarnt, denn diese Games könnten euch definitiv die ein oder andere Nacht rauben. Resident Evil 7 versetzt die Spieler in die Rolle von Ethan Winters, der auf der Suche nach seiner vermissten Frau Mia in die Tiefen der Sümpfe von Louisiana reist. Eine rätselhafte E-Mail führt ihn zu einem scheinbar verlassenen Anwesen, das von der unheimlichen Baker-Familie bewohnt wird. Stay away. Als Ethan Mia schließlich findet, entpuppt sich die Rettungsmission jedoch als purer Albtraum. Mia verhält sich seltsam und greift ihn plötzlich an, bevor Ethan von Jack Baker überwältigt und ins Herz des schaurigen Hauses verschleppt wird. Gefesselt an einem Esstisch erwacht Ethan mitten in einer grotesken Familienmahlzeit und erkennt schnell, dass er hier nicht nur um sein Überleben kämpft, sondern auch um das Geheimnis seiner Frau und der Familie Baker zu lüften. Die düstere Atmosphäre von Resident Evil 7 ist geprägt von der ständigen Bedrohung und dem Gefühl, nie wirklich sicher zu sein. Die Ego-Perspektive verstärkt diese beklemmende Erfahrung und lässt die Spieler die Angst förmlich spüren, wenn sie in den maroden Räumen und finsteren Kellergängen des Baker-Anwesens herumschleichen. Oft ist es besser, sich zu verstecken oder vorsichtig fortzubewegen, anstatt den direkten Kampf zu suchen. Denn die Ressourcen sind begrenzt. Munition und Heilmittel müssen gut eingeteilt werden, um das Überleben zu sichern. Die Serie, die mittlerweile über 10 Kernspiele und zahlreiche Ableger umfasst, bleibt sich treu und setzt erneut auf ein klassisches Survival-Horror-Erlebnis. Besonders packend sind die intensiven Verfolgungsjagden, bei denen Ethan gezwungen ist, die Umgebung klug zu nutzen, um seinen Verfolgern wie dem erbarmungslosen Jack Baker zu entkommen. Die düstere, heruntergekommene Umgebung, die grotesken Kreaturen und das ständige Gefühl der Bedrohung sorgen dafür, dass Resident Evil 7 seinen Spieler von der ersten bis zur letzten Minute in Atem hält und beweist, warum es als eines der einflussreichsten Horrorspiele der letzten Jahre gilt. Absolute Draufgänger können übrigens das Spiel auch in VR erleben. In Outlast schlüpft der Spieler in die Rolle des Journalisten Miles, der nach einem anonymen Hinweis das Mountain Massive Asylum, eine private Psychiatrie in Colorado, untersucht. Dort sollen unter der Leitung der geheimnisvollen Murkoff Corporation unethische Experimente durchgeführt werden. Bei seiner Ankunft findet Miles verstümmelte Leichen und erfährt von einem sterbenden Soldaten, dass die Patienten aus ihren Zellen entkommen sind und mordend durch die Anlagen ziehen. Der Soldat drängt ihn zur Flucht, doch es ist bereits zu spät. Der gewaltige und entstellte Patient Chris Walker stürzt Miles von einer Balustrade in die Lobby, wo er nach einer Bewusstlosigkeit auf den unheimlichen Vater Martin Archambault trifft. And who are you then? Dieser bezeichnet ihn als seinen Apostel und sabotiert jede Fluchtmöglichkeit. Während er als Miles versucht, der Hölle des Asyls zu entkommen, wird er immer tiefer in die dunklen Geheimnisse der Murkoff Corporation verwickelt. Die Patienten sind also nur der Anfang. Die düstere Atmosphäre von Outlast wird durch die völlige Hilflosigkeit des Spielers verstärkt. Ohne Waffen ausgestattet, bleibt Miles nichts anderes übrig, als sich zu verstecken und in der Dunkelheit zu navigieren. Der Einsatz einer Kamera mit Nachtsichtfunktion wird zur Überlebensstrategie. Doch auch hier, die Batterien sind begrenzt, was ständige Stressmomente verursachen. Die extrem eingeschränkte Sicht verstärkt den Horror, besonders wenn das einzige Licht aus der Infrarotfunktion der Kamera kommt und unheimliche Silhouetten enthüllt. Ein bedrohliches Audiodesign sorgt für eine nervenaufreibende Atmosphäre, in der das leiseste Geräusch Panik auslösen kann. Und selbst Verstecken bietet keine Sicherheit, da die Patienten Verstecke gewaltsam aufbrechen können. Outlast setzt stark auf Jumpscares und psychischen Terror, was es zu einem der intensivsten Horrorspiele der letzten Jahre macht. Es gibt natürlich auch einen zweiten Teil, der die Geschichte weiterführt und das Grauen noch weiter vertieft. Der zweite Teil mag vom Gameplay vielleicht besser sein, für viele ist der erste Teil allerdings weitaus gruseliger.
In Visage tauchen die Spieler in ein albtraumhaftes Haus ein, das durch eine bedrückende Atmosphäre und unheimliche Rätsel besticht. Als Dwayne erkundet man die düsteren Räume, in denen eine schreckliche Vergangenheit zu spüren ist. Türen fallen wie von Geisterhand zu, Schritte hallen und man hört Poltern aus dem Obergeschoss. All das erzeugt ein Gefühl von Unbehagen, obwohl zunächst scheinbar nichts geschieht. Hello, Dwayne. It's Rose, your neighbor. Doch Visage arbeitet mit einem langsamen und subtilen Horror, der sich stetig aufbaut. In diesem Haus gilt es, Hinweise zu finden, um eines von 4 Kapiteln zu starten, die die Geschichte der früheren Bewohner erzählen. Doch diese Kapitel sind nicht vollgepackt mit plötzlichen Jumpscares. Stattdessen bleibt alles im Hintergrund, bis sich die Spieler in einer trügerischen Sicherheit wiegen, nur um dann unvermittelt einem starren kleinen Mädchen oder einer stummen Frau im Türrahmen gegenüberzustehen. Diese plötzlichen Begegnungen sind intensiv und verstärken das beklemmende Gefühl, das Visage von Anfang an aufbaut. Visage ist bewusst kryptisch. Die Spieler müssen Hinweise entdecken, um die Geschichten zu verstehen, doch oft bleiben Fragen offen. Das Spiel zieht seine Inspiration aus klassischen Horrorfilmen und Spielen und verlangt ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, um die Zusammenhänge zu erkennen. Es gibt unzählige verwinkelte Räume, die zu unerwarteten Schauplätzen oder surrealen Versionen des Hauses führen. Die düstere Umgebung und die ständige Bedrohungen verstärken das Gefühl der Hilflosigkeit. Ein Schlüsselmechanismus des Spiels ist definitiv die geistige Gesundheit des Protagonisten. Je länger Dwayne in der Dunkelheit bleibt, desto mehr steigt seine Angst, was ihn empfänglich für Schattenmonster macht. Kerzen und Glühbirnen werden dabei zu wichtigen Ressourcen, um den Wahnsinn zu entkommen. Wenn das Licht ausgeht oder Schattenwesen Dwayne verfolgen, bleibt oft nur die Flucht. Waffen gibt es nicht. Also ist Verstecken und Wegrennen die einzige Überlebensstrategie. Visage ist für viele Spieler das gruseligste Spiel überhaupt, dank seiner subtilen Schreckmomente, der düsteren Atmosphäre und der intensiven Verfolgung durch Geister und Dämonen. In Silent Hill 2 spielt ihr als James Sunderland, der nach dem Tod seiner Frau Mary in ein tiefes Loch voller Schuldgefühle und Depressionen fiel. 3 Jahre später scheint er ihren Verlust einigermaßen verkraftet zu haben, als ein unerwartetes Ereignis ihn erneut aus der Bahn wirft. Er erhält einen mysteriösen Brief. Der Text, der Name auf dem Umschlag und die Handschrift lassen ihn glauben, dass Mary, seine für tot geglaubte Frau, diesen Brief verfasst haben muss. In dem Brief steht, dass Mary James in ihrem besonderen Ort in der Kleinstadt Silent Hill erwarten würde. Verzweifelt und hoffnungsvoll zugleich macht sich James auf den Weg in diese nebelverhangene Stadt, um nach seiner Frau zu suchen. Dort angekommen, begegnet er grotesken Kreaturen und psychisch verwirrten Menschen, die ihn tiefer in den Wahnsinn treiben. Die Umgebung von Silent Hill ist meist in dichten Nebel gehüllt, was die Sichtweise stark einschränkt und die gruselige Atmosphäre verstärkt. Jumpscares und gezielte Soundeffekte tragen ebenfalls erheblich zum Horrorerlebnis bei. Ein wichtiges Werkzeug ist das Radio, das statisches Rauschen sendet, sobald sich Monster in der Nähe befinden. Es dient also als eine Art Frühwarnsystem und bleibt ein unverzichtbares Hilfsmittel im Spiel. Die Silent Hill Serie hat definitiv schon immer auf psychologischen Horror und eine packende Atmosphäre gesetzt. Statt klassischem Kampf geht es darum, die düsteren Geheimnisse der Stadt zu entschlüsseln und mit den eigenen Ängsten umzugehen. Eure Entscheidungen und Aktionen beeinflussen maßgeblich, welches Ende ihr erreicht und sorgen so für ein intensives Spielerlebnis, das die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn verschwimmen lässt. Amnesia versetzt den Spieler ins 19. Jahrhundert und erzählt die Geschichte von Daniel, der in einer düsteren, verlassenen Burg erwacht, ohne jegliche Erinnerung daran, wie er eigentlich dorthin gekommen ist. Das Einzige, was ihm klar ist, sein Name ist Daniel und er wird von einer dunklen Präsenz verfolgt. Während er die Burg erkundet, entdeckt er eine Notiz, die er offenbar selbst verfasst hat. Eine Notiz, in der steht, dass er sich absichtlich das Gedächtnis ausgelöscht hat, um ein schreckliches Geheimnis zu vergessen. Daniels einziger Hinweis führt ihn zu einem Mann namens Alexander von Brennenburg, den er finden und töten muss. Daniel ist allerdings nicht von Anfang an der Held, für den man ihn halten könnte. In Rückblicken erfahren die Spieler von einer Expedition, an der er in Algerien teilnahm und der Entdeckung einer seltsamen Kugel, die ihn Visionen von fremden Welten und unmöglichen Geometrien erleben ließ.
Während Daniel sich also mit seinen tief verwurzelten Schuldgefühlen auseinandersetzt, erkennt er, dass Alexander nicht nur ein einfacher Mensch ist, sondern ein jahrhundertealtes Wesen, das aus einer anderen Dimension stammt. Amnesia wurde schnell zu einem der bekanntesten Indie-Horrorspiele und etablierte sich als Meisterwerk des Horrors, ohne auf neue Techniken zu setzen. Stattdessen kombiniert es geschickt bestehende Gameplay-Elemente wie die Nutzung von Dunkelheit, die der Charakter als Versteck nutzen kann, jedoch auf Kosten seiner geistigen Gesundheit. Das Spiel verzichtet bewusst auf Waffen und setzt stattdessen auf Flucht und Verstecken. Was die Spieler in ständiger Spannung und Unsicherheit versetzt. Denn die einzige Verteidigung gegen die grotesken Kreaturen der Burg ist eine kleine Öllampe. Aber der wahre Horror ist das Unbekannte und die düstere Atmosphäre der Burg, die dich bis zum Ende in ihren Bann zieht. The Evil Within versetzt euch in die Rolle von Sebastian Castellanos, einem erfahrenen Detektiv, der zu einem grausamen Tatort gerufen wird. Doch als er und sein Team dort eintreffen, geraten sie in eine albtraumhafte Welt voller grotesker Kreaturen und verdrehter Realitäten. Did you hear something? Sebastian wird bewusstlos geschlagen und erwacht in einer düsteren, surrealen Umgebung, die von Monstern und bizarren Erscheinungen bevölkert ist. Gefangen in dieser verzerrten Welt muss er einen Weg finden, den Ursprung dieses Horrors aufzudecken und dabei um sein Überleben kämpfen. Der Kampf gegen die verzerrte Realität und die monströsen Gegner ist nicht nur physisch herausfordernd, sondern auch psychisch zermürbend. Ihr werdet euch oft hilflos fühlen, besonders da die Steuerung vermutlich absichtlich langsam und schwerfällig gestaltet ist, um die Spannung zu steigern. Selbst kleine Gegner können Sebastian leicht überwältigen, einige Bosse sind nahezu unbesiegbar, wobei manche von ihnen euch mit einem einzigen Schlag töten können. Während der erste Teil der Serie für seine düstere Atmosphäre und das intensive Gefühl der Hilflosigkeit bekannt ist, bietet The Evil Within 2 ein verbessertes Spielerlebnis und eine etwas zugänglichere Handlung. Doch was den ersten Teil besonders macht, ist die ständige Anspannung und das unheimliche Gefühl, das durch die verzerrten Umgebungen und die unberechenbaren Gegner erzeugt wird. Ihr müsst jede Bewegung planen, denn in dieser Welt lauert der Tod hinter jeder Ecke. Das Spiel fordert von den Spielern Aufmerksamkeit und Strategie, während sie in einer sich ständig verändernden, albtraumhaften Umgebung navigieren. Die düstere Atmosphäre und die ständige Bedrohung durch mächtige Gegner tragen dazu bei, dass The Evil Within eines der intensivsten und gruseligsten Spielerlebnisse seiner Zeit bleibt. Alien Isolation versetzt euch in die Rolle von Amanda Ripley, der Tochter der berühmten Ellen Ripley aus den Alien-Filmen. 15 Jahre nach den Ereignissen des ersten Alien-Films macht sich Amanda auf die Suche nach Informationen über das Verschwinden ihrer Mutter. Ihre Reise führt sie zu einer verlassenen Raumstation, wo sie Antworten auf ihre Fragen finden will. Doch schnell merkt Amanda, dass sie nicht allein auf der Station ist und dass etwas Unvorstellbares dort lauert. Die Hauptbedrohung auf dieser Raumstation ist ein einzelnes tödliches Xenomorph, das euch durch die engen Korridore und dunklen Räume der Raumstation jagt. Dieses Monster ist nicht einfach nur eine gruselige Kreatur und passt sich eurem Spielstil an. Wenn ihr dem Alien einmal entkommt, wird es bei der nächsten Begegnung noch viel aggressiver und raffinierter vorgehen, um euch zu erwischen. Das Gefühl, ständig verfolgt zu werden und die Geräusche, die das Alien von sich gibt, während es nach euch sucht, sorgen für eine allgegenwärtige Anspannung, die das Spiel so unvergesslich macht. Doch das Alien ist nicht die einzige Bedrohung. Die veralteten und feindseligen Walking Joe-Roboter der Station machen die Lage noch viel, viel schlimmer. Diese synthetischen Lebensformen sind nicht weniger gefährlich und könnten Amanda töten, wenn sie sie entdecken. Die Kombination aus dem ständigen Versteckspiel vor dem Xenomorph und der unheimlichen emotionslosen Robotern schafft eine beklemmende Atmosphäre, die den Horror des Spiels auf die Spitze treibt. Was Alien Isolation besonders auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es Stalker-Horror mit Ressourcenmanagement verbindet. Ihr habt begrenzte Vorräte, was jede Begegnung mit den Bedrohungen noch intensiver macht. Solltet ihr eure kostbaren Vorräte nutzen, um ein Alien abzulenken oder versuchen es zu umgehen, ohne etwas zu verbrauchen? Diese Entscheidungen können den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.
Inspiriert von anderen Horrorspielen, aber doch einzigartig in seiner Umsetzung, kombiniert Alien Isolation geschickt das Erbe der Filmreihe mit klassischen Survival-Horror-Elementen. Die sorgfältig gestaltete Umgebung, die furchteinflößenden Gegner und die nervenaufreibende Atmosphäre machen dieses Spiel zu einer der intensivsten und unheimlichsten Horrorerfahrungen, die ihr erleben könnt. Das waren also unsere schaurigsten Horror-Picks, aber natürlich gibt es noch viel, viel mehr in der Welt der Horror-Games, die es aber vielleicht auf eure persönliche Liste geschafft haben. Schreibt mir eure Top 7 gruseligsten Horror-Games in die Kommentare und lasst uns wissen, welches Game euch in den Wahnsinn getrieben hat. Und denkt immer dran, wenn ihr das Licht ausmacht, seid ihr nicht allein.